Es wirkt wie Zauberei und ist nicht weniger als die Revolution der Hygiene. Die Hand fährt mit etwas Abstand zum Spender, der Sensor des Feuchttuchspenders reagiert, eine Drehscheibe öffnet sich, das Desinfektionstuch erscheint. Nach Entnahme des Tuchs schließt das Gerät automatisch. Ein Paradigmenwechsel vergleichbar mit einer anderen Innovation der Menschheit. Tausende Jahre machten die Menschen so Feuer, nämlich durch Schlagen von Feuerstahl auf Feuerstein, bis zur Erfindung des Streichholzes. Wie einst diese Erfindung hat auch der Xibo 2-Wipe Hybrid das Potenzial, unser Leben zu verändern. Fällt mir nur ein, dass ein Feuchttuch braucht so ein Gerät wie die Milch den Kühlschrank. So würde ich das beschreiben. Der Apparat gibt Feuchttuch für Feuchttuch aus, ohne selbst berührt zu werden. Das macht diese Erfindung so revolutionär. Keine Übertragung von Keimen durch verunreinigte Hände, keine vertrockneten Tücher mehr. Es genügt, die Hand hinzuhalten und schon öffnet sich automatisch der Deckel. Das Desinfektionstuch lässt sich nun hygienisch, sicher und kinderleicht entnehmen, mit nur einer Hand. Wir konnten in diesem Projekt nicht wie in anderen Projekten üblich uns orientieren an Vorgängergeräten oder an Mitbewerberprodukten, sondern wir mussten oder durften auf der grünen Wiese starten und das Gerät komplett von Null weg losdenken. Und das hat das Projekt richtig spannend gemacht. Zugleich konserviert der Spender seinen Inhalt, denn dank des automatischen Verschlusses bleiben die Desinfektionstücher immer feucht und somit wirksam über die ganze Verwendungszeit. Wo Menschen sind, passieren einfach Fehler. Und dieser Spender wurde so konzipiert, dass er einfach diese Fehler verhindert. Es sind ja immer dieselben Fehler, die gemacht werden. Die Packer liegen überall herum, sie sind nicht verschlossen, keiner schreibt ein Ablaufdatum drauf. Man kennt es ja aus der Praxis. Und dieser Spender tut genau diese Fehler verhindern, indem er das Tuch ausgibt, indem er nicht mehr aufmacht, wenn die Ablaufzeit angekommen ist. Also all diese Sachen werden jetzt von diesem Spender übernommen. Aus den Vorzügen des Spenders ergeben sich vielfältige Einsatzgebiete, überall da, wo Hygiene eine große Rolle spielt. Heute ist es so, dass wir nur Desinfektionstücher aus dem Spender bekommen. Zukünftig werden es vielleicht auch andere Produkte sein. Ein Gast wird zukünftig nicht mehr in einer Feuchttuchbox wühlen müssen. Vlies wird nicht mehr weggeworfen, einfach weil es ausgetrocknet ist. Und Elternteile, die heute noch ein Babytuch suchen, müssen das zukünftig auch nicht mehr tun, weil es gibt ja einen Spender dafür. Eine Erfindung unserer Zeit setzt natürlich auch Digitalisierung voraus. Der Spender liefert Daten, informiert über Abgabemenge und Füllstand, alles abrufbar via App und Webportal. Das spart Weg wie auch Zeit. Nein, es ist keine Zauberei, aber es ist der Paradigmenwechsel im Umgang mit Feuchttüchern.